Hallo liebe Filmfreunde und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Unboxing hier auf meinem Kanal Andis Kinoblog und schönen guten Tag. Ja Lieben, wir haben heute die VÖ der 6 Star Wars Steelbooks, die heute rausgekommen sind und das Ganze natürlich auf Blu-ray. Ich durfte mir die heute schon holen bei Mediamarkt, da ein Freund da von mir arbeitet und deswegen konnte ich mir die heute schon abstauben. Und die Normal-VÖ ist ja erst bereits am 9., also jetzt am kommenden Montag. Aber ich konnte mich nicht hier, dazu natürlich musste ich mich durchringen, mir diese Steelbooks jetzt praktisch zu erpressen. Ja, ich habe mir die Steelbooks heute beim Mediamarkt abgeholt. Ein Steelbook kostet derzeit 21,99 € und ich habe jetzt um die 130 Euro bezahlt. Ist natürlich eine Menge Geld, aber dafür habe ich 6 wunderbare Steelbooks und ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut. Ja, die Steelbooks sind derzeit vorbestellbar bei Amazon, bei Saturn und bei Mediamarkt und was weiß der Henker, wo man die noch holen kann. Aber ich habe mich so darauf gefreut, endlich mal 6 vernünftige Steels zu kaufen von Star Wars oder auch überhaupt 6 vernünftige Steels zu haben von Star Wars. Bisher gab es ja nur wirklich paar normale Steels. Ich weiß es nicht, es gab wohl mal da welche von Zavi, aber die habe ich mir nicht geholt, weil die mir damals zu teuer waren und jetzt ist das für mich mehr oder weniger ein akzeptabler Preis, wo ich komplett zugeschlagen habe und alle 6 geholt habe. Ja, Fluch oder Segen, es gab ja schon Berichte im Internet, wo Leute darüber gemeckert haben, wie die Steels denn aussehen. Total falsche Covermotive, aber ich muss sagen, ich bin endlich froh, dass sie da sind. Ich finde sie richtig geil, mir gefallen die super gut und deswegen möchte ich euch jetzt auch nicht auf die Folter spannen und euch ganz einfach mit dem ersten Steelbook anfangen und zwar Star Wars, die dunkle Bedrohung, so sieht die so, sieht so aus. Wir haben hier Darth Maul oder Maul, wie der ausgesprochen wird und ja, das ist ein sehr cooles Steelbook. Von vorne sieht das so aus. Wir haben natürlich noch einen Backflyer darum gehabt. Das zeige ich euch jetzt natürlich auch, weil die Backflyer wollte ich ausnahmsweise mal aufheben. Wir haben hier eine Freigabe von FSK 12 und wir haben natürlich hier alles schön in DTS Deutsch 5.1, Mastered HD oder DTS Mastered Audio in 5.1, in Englisch in 6.1. Und bisschen Bonusmaterial drauf. Was jetzt genau an Bonusmaterial drauf ist, weiß ich jetzt noch nicht. Muss ich mal reingucken. Aber ich gehe davon aus, dass das ähnlich ist wie auf der Box VÖ. Laufzeit haben wir hier 136 Minuten. So, tun wir das auf Seite. Das ist das Steelbook. Einzige Negative, was ich hier zu meckern habe, das Steelbook oder alle 6 Steelbooks sind absolut ganz, ganz krass fingerabdruckempfindlich. So, von der Seite sieht das Steelbook so aus. Finde ich auch cool, farblich angepasst und von hinten so. Finde ich ein sehr, sehr geiler Aufdruck. Ich denke, das war auch damals von dem Kino das Plakat, wenn ich mich nicht richtig oder wenn ich mich noch erinnere. Dann haben wir natürlich hier FSK 6. Wir haben hier Yoda als Bild. Absolut verschiedene Motive. Finde ich cool. Und der Rat der Jedi, wo hier auf der linken Seite auch der Anakin steht. Und hammergeil. Finde ich richtig super. Sieht cool aus. So, dann tun wir den lieben Yoda wieder hier rein, bevor er uns noch umfällt. Und dann geht's weiter mit Star Wars Angriff der Klonkrieger. Wir haben hier den Yoda abgebildet. Auch sehr cool. Leider haben alle 6 Steelbooks keine Prägung, aber finde ich auch nicht schlimm, dass es nicht so ist oder dass die keine haben. Auch hier haben wir wieder einen Backflyer drum. Zeige ich euch einfach mal. Angriff der Klonkrieger. Wir haben auch hier eine Laufzeit 142 Minuten. Deutsch DTS 5.1 HD Mastered Audio und wieder 6.1 in Englisch. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. THX natürlich auch zertifiziert. Dolby Digital ist ganz wichtig. Für mich persönlich Star Wars in THX zu genießen, da ich natürlich auch eine THX Surround Anlage besitze. Ja, dann schauen wir einfach mal, drehen wir das mal rum. Auch hier wieder komplett grün gehalten. Da ist wirklich alles stimmig. Ich muss mich revidieren. Wir haben doch hier eine Prägung. Und zwar das Star Wars ist geprägt. Richtig cool. Deswegen seid mir nicht böse. Ich habe eben nicht drüber gefasst. Star Wars ist komplett geprägt hier. Der Schrift oder das Schriftzeichen. Ich hoffe, dass das gleich mit der Greenscreen klappt. Mit dem grünen Yoda hier. Ansonsten muss ich halt mal auf die Greenscreen verzichten heute. Nämlich immer ein bisschen schwierig. So, da haben wir das Hintergrundbild. Sieht auch sehr cool aus. So ein bisschen gezeichnet. Auch, glaube ich, das Original-Kinoplakat. Wir machen einmal auf. Alter, richtig cooles Bild. Ich glaube, da haben wir nicht, ich glaube, das ist Count Dooku. Sehr cool, auch so art gezeichnet. Sieht richtig genial aus. Und natürlich hier schon den Aufbau, glaube ich, der Klonkrieger. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich die gesehen habe.
Hammer. Ich finde das absolut genial. Super geil bisher die Steals, auch wenn hier Teil 1 und Teil 2 und Teil 3 nicht wirklich mein Fall waren, aber gehören natürlich zu Star Wars dazu. So, dann General Beavis oder wie der heißt, glaube ich. Die Rache der Sith, auch hier Star Wars natürlich geprägt. Hier entsteht, glaube ich, der Vader. Auch hier 5.1 Tonspur, auch natürlich THX zertifizierte Tonspur und das Ganze in einer Lauflänge von 140 Minuten. Sieht cool aus. So, schauen wir einfach mal, drehen wir mal rum. Die Rache der Sith, auch hier wieder in Blau gehalten, genau optisch zu dem vorderen. Und natürlich hier der Helm von Darth Vader und der epische Kampf da unten mit den Lichtschwertern. Es ist natürlich richtig genial, ich finde das cool. So, hier haben wir natürlich den Imperator, der auch da dann zum Imperator oder der Folge zum Imperator wird. Hammergeil. Auch hier die Szene mit dem Lichtkampf. Wirklich sehr, sehr schnittig auf diesem Planeten, wo die Magma und das Feuer da ist. Ich kann mich jetzt an den Namen des Planeten nicht mehr erinnern. Ist ja auch egal. Spielt auch keine Rolle. Ich muss echt sagen, ich bin hellauf begeistert von diesen Stils hier. Es ist absolut genial und wirklich schnittig alles. So, kommen wir zum ersten Teil der altbekannten Star Wars Saga. Star Wars, eine neue Hoffnung, hier mit Abbildung von Darth Vader. Auch hier wieder geprägt, natürlich hier auch das Star Wars, eine neue Hoffnung, in Silber gehalten. Passt wieder richtig gut und das Kinoplakat von damals, sau, sau geil, kann ich echt nur sagen. Bevor wir aufmachen, haben wir natürlich hier noch, haben wir hier noch das Backpaper. Auch wieder eine 5.1 DTS Spur, HD Mastered Audio und 125 Minuten und eine 6.1 Spur in Englisch. Wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Und jetzt haben wir natürlich hier Obi-Wan Kenobi. Und natürlich würde ich jetzt wetten, dass wir hinten diese legendäre Szene haben, wo Luke gegen den Sonnenaufgang oder Untergang eher gesagt schaut. Das ist natürlich eine sehr, sehr prägende Szene von damals gewesen. Ich fand die geil. Hammer. Ja, cool. Muss ich echt sagen, auch wieder FSK 6 Freigabe. Ja. So, dann haben wir das Imperium schlägt zurück, den zweiten Teil von unserer damaligen, also Saga. Und ich finde mit auch der beste und meine Lieblingsfolge, beziehungsweise mein Lieblingsfilm von Star Wars. Auch hier 127 Minuten. Hier kommen nämlich auch die ATs zum Einsatz und die ATSTs. 5.1 DTS HD Mastered Audio Spur. Auch wieder alles in THX remastered, beziehungsweise THX zertifiziert. Geil. Absolut geil. So, und hier haben wir natürlich eine Abbildung von einem Stormtrooper. Auch hier wieder Prägung, wieder bündig zum Vorcover. Hinten das Tamtam oder Tauntaun, wie das genannt wird. Cooles, cooles Bild, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir richtig gut. So, und jetzt ist das auch mein Lieblingscover von innen. Hier haben wir natürlich den Wookiee Chewie. Und hier haben wir den Angriff der ATs. Ich finde das Bild für ein Hintergrund- oder Innenartwork ober geil. Und da kriege ich glatt eine Gänsehaut. Ich sag ganz klar, hammerfett. Obergeil. So, ja, last but not least kommen wir letzt zu unserer letzten oder zu unserem letzten Steelbook. Die Rückkehr der Jedi-Ritter hier mit dem Logo bzw. mit dem Artwork von dem Imperator. Ich liebe den Imperator, ja, er ist ja wirklich eine geile Gestalt. Letzter Film haben wir hier natürlich auch wieder 5.1. Dann haben wir 135 Minuten Lauflänge und absolut geil. Ich bin hellauf begeistert. Ich mag ja den Imperator als Gestalt an sich. Die Rückkehr der Jedi-Ritter, ich finde das super. Aber ihr seht schon hier, Fingerabdrücke lassen sich leider hier nicht vermeiden. Auch wieder zum Vordruck, wirklich identisch mit dem Blau, sieht super aus. Und hier hinten haben wir einmal auch wieder ein tolles Motiv, Retro einfach, die Motive. Ich finde das super. Und jetzt hier, hammergeil, Darth Vader auf diesem,
beziehungsweise Darth Vader hier abgebildet als Zeichnung. Und natürlich als Hintergrund die Schlacht hier auf oder zum Todesstern, die entscheidende Schlacht. Super geil. TIE Fighter, der Millennium Falke ist zu sehen und es geht richtig hier krass zur Sache. Ja, ihr Lieben, was soll man da sagen? Ich kann nur ganz klar sagen, klare Kaufentscheidung hier von meiner Seite her. Die Steels haben es wirklich in sich. Ich finde, sie sind richtig super geworden, richtig geil. Es macht Spaß und ich freue mich, dass ich die Steels jetzt habe. Und ich kann euch die nur empfehlen. Ganz klare Kaufentscheidung, ganz klar Daumen hoch. Und hier kann man absolut nichts falsch machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Unboxing hier von Star Wars und das Ganze hier als Steelbooks. Ich freue mich wirklich darauf und werde mir gleich, denke ich, noch Star Wars reinziehen. Irgendwie bin ich jetzt angefixt und jetzt muss es los. So, ich verabschiede mich. Wie gesagt, lasst mal ein paar Kommentare da. Egal, was andere Leute gesagt haben, mir gefallen die Steels wirklich richtig gut. Und ich bin froh, dass ich sie jetzt habe. Und ich bin richtig glücklich. Mein Herz pocht vor lauter Aufregung. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt hier. Macht's gut, euer Andi von Andis Kinoblog. Lasst mal ein paar coole Kommentare da zu den Steels. Haut rein, bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao.